Und wir sind live. Hallo zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir sind mal wieder leicht nervös, wie immer bei so einem Livestream. Es ist wirklich witzig, was einem so durch den Kopf schießt, so ein paar Minuten, bevor man diesen Button drückt. Aber wir freuen uns, dass so viele dabei sind. Wir melden uns heute aus St. Maarten oder St. Maarten. Wie auch immer. Wir sind auf der niederländischen Seite auf jeden Fall. Wir sind hier vor drei Tagen angekommen und sind jetzt in der Marina und bereiten uns gerade auf die nächste längere Passage vor. Es ist in den letzten Wochen und Monaten relativ viel bei uns passiert oder es hat sich viel getan und als letztes habt ihr uns ja ankommen sehen. Auf Martinique, in den Videos nach unserer Atlantiküberquerung. Das war aber tatsächlich schon im Jänner, oder? Ende Jänner sind wir angekommen. Das heißt, wir hatten jetzt schon ein paar Karibikmonate. Und ja, jetzt steht die Hurricane-Saison vor der Tür. Und natürlich gab es unterschiedliche Optionen, was wir machen und haben uns am Ende des Tages dazu entschieden. Gehen wir mal durch, welche Optionen das es gegeben hätte. Ah, komm. Also zur Auswahl, das haben wir letztes Jahr schon gesagt, dass das nicht gehen wird, weil wir ja vom Boot aus arbeiten, dass wir im Pazifik fahren, weil einfach die Zeitverschiebung viel zu groß wäre und dann könnten wir einfach unseren Job, den was wir jetzt machen, nicht mehr ausüben. Das heißt, das wäre jetzt einmal sowieso nicht gegangen. Alternativ hätte es dann die Möglichkeit gegeben, dass wir das Boot parken, zum Beispiel in Curaçao oder in Trinidad und Tobago. Oder Grenada, genau. Irgendwo außerhalb der Hurricane-Zone. Genau. Wobei wir dann gesagt haben, eigentlich leidet da das Boot sehr viel und wir gesagt haben, wir würden auf keinen Fall nochmal eine Hurricane-Season an Bord in der Karibik machen. Wir haben das einmal gemacht in Curaçao damals, aber es ist ultra anstrengend, weil es so heiß wird und so viel regnet und so viel gewittert. Und das haben wir gesagt, machen wir nicht nochmal. Also der ursprüngliche Plan war eigentlich, das Boot irgendwo außerhalb der Hurricane-Zone zu bringen, an Land zu stellen und heimzufliegen für die nächsten paar Monate. Aber irgendwie haben wir uns dann noch dagegen entschieden. Genau. Also wir haben ja nur Rechnung offen. Wir sind ja damals nicht über Nordatlantik gefahren selbst, sondern wir haben es überstellen lassen, das Boot. Und jetzt haben wir gesagt, das Boot ist eigentlich in so gutem Zustand und wir fühlen uns mit dem Boot einfach so sicher, dass wir jetzt einmal zurücksegeln nach Europa und dann haben wir im Sommer nämlich das Boot auch bei uns in Europa, was uns auch eigentlich sehr entgegenkommt. Und vor allem sind wir dann auch ein bisschen näher an unserem Business dran, wir sind ein bisschen näher an unseren Kunden dran und das ist für uns auch sehr, sehr wichtig, weil es gibt ein paar spannende neue Projekte, die sich angebahnt haben in den letzten Monaten und da wollen wir einfach ein bisschen näher dran sein. Wir haben jetzt ein paar Monate Boat Office in der Karibik erlebt und es hat auch ganz gut funktioniert. Aber man muss trotzdem sagen, es kommt natürlich mit einem eigenen Set an Challenges, allem voran Internetverbindung. Und ich weiß, jetzt werden ganz viele schreiben, Starlink, Starlink, Starlink. Und das ist auch groß im Kommen in der Segelszene. Und das wäre wahrscheinlich auch der nächste Schritt geworden, dass wir uns das Starlink an Bord holen vielleicht. Aber die Hardware ist extrem teuer und wir wollten mal erst bei anderen Leuten beobachten, wie sich das so entwickelt. Aber Internet ist bei Weitem nicht der einzige Grund, sondern Zeitverschiebung ist ein großes Thema. Man kann viel machen, auch ohne, dass man gleichzeitig irgendwie online ist, aber weil wir ja schon auch sehr viele Kundenberatungen machen, ganze Systeme für unsere Kunden planen, ist es einfach schon ein bisschen anstrengend, 6 Stunden hinterher zu sein. Also wir wachen in der Früh auf, sehr früh, und man hat eigentlich schon so ein bisschen das Gefühl, den ganzen Tag so ein bisschen hinterm Ball zu sein. Und da, wo wir früher wunderschöne Aufnahmen produziert haben von Yoga-Sessions am Bug. Das ist, wenn wir wahrscheinlich schon beim dritten Kaffee sitzen und die 20. E-Mails beantworten.
Also es ist schon ein bisschen anders und wir freuen uns da auch einfach wieder in dieselbe Zeitzone, in dieselbe, ja, in dasselbe Gebiet zu kommen und da ein bisschen näher dran zu sein. Wir finden, also ja, also wie gesagt, wie der Markus auch gesagt hat, irgendwie haben wir auch noch eine Rechnung offen, weil es gibt ja immer noch Leute, die sagen, habt ihr euer Heimreiseticket schon gebucht per Flug und habt ihr die Crew schon organisiert, die euch das Boot wieder zurückbringt? Und nein, wir bereuen immer noch nicht, dass wir uns damals dazu entschieden haben, das so zu machen. Es ist nicht besonders gut ausgegangen, aber am Ende des Tages haben wir uns halt damals nicht so bereit gefühlt, diese Passage auf uns zu nehmen. Wir waren nicht darauf vorbereitet, diese Passage zu machen. Wir hatten sehr viel Respekt vor dieser Passage, den haben wir immer noch, weil man einfach keine Ozeanüberquerung auf die leichte Schulter nehmen sollte. Aber ja, ich glaube, es wird gut. Wir haben jetzt andere Voraussetzungen, mehr Erfahrung. Wir fühlen uns extrem wohl mit dem Schiff. Und ja, warum nicht einfach rüberfahren? Wenn es uns im Winter wieder zu kalt wird, können wir ja immer noch umdrehen und wieder zurück nach Westen. Genau. Genau. Aber wie gesagt, der Hauptgrund ist, dass sich eine sehr neue, coole Partnerschaft angebahnt hat, ein Projekt, das wir schon ein bisschen veröffentlicht haben auf Social Media und über unseren Newsletter. Und wir waren ja im März auch dafür ein paar Wochen zu Hause und in Deutschland. Und vielleicht möchtest du ein bisschen was dazu sagen? Ja, also wir haben ja, wie gesagt, wie die Julia gesagt hat, wir haben ja das Ganze eh schon auf Facebook und Instagram veröffentlicht. Also wir waren gemeinsam mit dem Gerhard Schöchel, den ehemaligen Eigentümer von Sunbeam und mit Matthias Lenz, mit dem Geschäftsführer von Bootsbau Rügen. Wir haben ja gemeinsam Blauwasserboote in Zukunft bauen, was für uns eigentlich eine sehr, sehr große Ehre ist, dass wir da in Frage kommen, dass wir das gemeinsam machen können. Ja, und wir haben das Ziel, einfach wirklich die besten Blauwasserboote zu bauen, also wirklich coole Boote. Ich und die Julia werden uns da also wir werden, ich und die Julia werden die Boote natürlich nicht selbst bauen, sondern das werden wir natürlich den zwei überlassen, die was das ein Leben lang gemacht haben und auf einem sehr guten Niveau auch gemacht haben. Ich und die Julia werden uns da vor allem vertrieblich einbringen, marketingtechnisch und natürlich mit unserer Expertise als Blauwassersegler. Wir sind halt jetzt schon 4 Jahre am Boot, haben natürlich sind sehr gut vernetzt und wissen halt auch, was die Trends sind und was so ein Boot braucht, dass es auch, dass man gut leben drauf kann. Genau. Und da werden wir uns natürlich auch einbringen. So. Genau. Entstanden ist das Ganze eigentlich ja sehr interessant. Also wir waren mit dem Gerhard Schöchel, der eben über 30 Jahre lang in Matsee Boote gebaut hat im Familienbetrieb, waren wir in Kontakt wegen diesem Schiff. Also eigentlich seitdem wir diese Sunbeam gekauft haben. Damals hat uns der Voreigner, der Otto, die Nummer vom Gerhard gegeben und hat gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wenn ihr beim Refit irgendwelche Unterstützung oder Ersatzteile braucht, dann ruft den Gerhard an. Und wir waren etwas verunsichert, weil es kommt ja jetzt nicht immer vor, dass man einfach den Werftchef anruft, vor allem nicht als Zweiteigner, und sagt, ja, hallo, wir haben dieses Boot gekauft und wir brauchen XYZ. Aber tatsächlich war das so, also Gerhard hat sich super gekümmert, hat uns sehr viel unterstützt, auch während dem Refit, und hat uns erzählt, dass eben die Werft in Massee, da gab es einen Generationenwechsel und die, also Sunbeam eher jetzt den Binnenbereich machen möchte oder sich auf die kleineren Boote konzentrieren möchte. Und dass er die Blue Water Cruiser Line übernommen hat und dass er vorhat, die quasi neu aufzubauen mit einer Partnerwerft. Und ja, ein paar Monate später waren wir dann in Berlin auf der Messe und sind mal angesprochen worden, ob wir nicht Lust hätten, irgendwie an einem Bootsbauprojekt mitzuwirken und da quasi ein neues Modell zu vermarkten und also das war einer, der hat sich vor kurzem ein Boot gekauft, eine Serienjacht, und war nicht so zufrieden, und der war selbst Unternehmer und hat gemeint, das kann er selbst besser, und hat da auch Kontakte gehabt zu Bootsbauern schon und hat uns eben gefragt, ob wir bei diesem Projekt dabei sein wollen. Das haben wir am Anfang nicht so wirklich
ernst genommen, weil das ist halt so weit weg damals gewesen für uns gedanklich. Die Messe hat aber, glaube ich, 3 oder 4 Tage gedauert und er war, glaube ich, jeden Tag da und wir haben immer wieder ein bisschen mehr darüber gesprochen. Und irgendwann haben wir gesagt, schau, wenn wir das machen würden, dann brauchen wir einen Bootsbauer, der was das jetzt nicht zum ersten Mal macht, sondern das muss einer sein, der was die Pläne bereits in der Schublade hat. Und der genau weiß, was er macht. Genau, und am besten schon mehrmals gemacht hat. Genau. Und dann sind wir eben auf den Kontakt zugekommen. Wir haben dann spaßhalber eigentlich gesagt, wenn wir es machen würden, dann nur mit jemandem wie dem Gerhard. Und genau. Dann saßen wir, glaube ich, 7 oder 8 Stunden im Auto am Weg zurück von der Messe. Und dann haben wir halt gesagt, ja, weißt du was, dann lass uns den Gerhard doch mal anrufen und fragen, wie es so läuft. Und dann haben wir halt angerufen und haben gesagt, na, lustige Situation auf der Messe. Jemand hat uns gefragt, ob wir ein Boot bauen wollen würden. Und wir haben gesagt, wenn wir das machen, dann nur mit dir. Und ob er Lust hätte, das mit uns gemeinsam neu aufzubauen. Und dann hat er gemeint, er muss eine Nacht drüber schlafen oder das muss ein bisschen sickern. Und dann haben wir ein paar Tage später wieder telefoniert und er hat gemeint, ja, je länger er darüber nachdenkt, desto besser gefällt ihm die Idee, weil wir natürlich aus der Praxis und aus der Erfahrung mit der Community und auch mit der Ausrüstung einen ganz neuen Input geben können. Und ja, dann hat uns eigentlich auch nur mehr der Ort gefehlt, wo die Boote gebaut werden sollen. Ja, es war wir, also ich sag, ab Dezember haben wir dann wirklich fast täglich Kontakt gehabt und haben dann wirklich also sehr viel telefoniert, Videocalls gemacht, sehr viele E-Mails austauscht und haben dann auch mal geschaut, okay, wie stellen Sie wir das Boot vor, passt das überhaupt zusammen gedanklich, wie soll jetzt ein Blauwasserschiff ausschauen und wo kann es gebaut werden? Genau, und da haben wir wirklich sehr viel miteinander gesprochen und in welcher Anzahl, also wie viele Boote sollen da eigentlich im Jahr circa entstehen. Und dann haben wir eben gesagt, okay, da brauchen wir auch geeignete Werft, die was das bauen kann. Und genau, da Gerhard hat dann sein Netzwerk aktiviert und hat einen langjährigen Bootsbaukollegen von ihm angesprochen, was eben der Matthias Lenz ist, der, glaube ich, auch schon in 3. Generation Boote baut in, auf Rügen. Ich darf nicht in Rügen sagen, ich bin so oft ermahnt worden, auf Rügen. ja, also dann war das zusammen, also quasi das Trio perfekt. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir auch kurz heimfliegen, beziehungsweise wo wir uns persönlich treffen sollten, um das soweit zu fixieren, in welcher Form wir das auch wirklich auf die Beine stellen wollen, zu dritt oder zu viert, aber halt als dieses Dreiergespann. Und waren dann auch eben auf Rügen, haben uns die Werft angeschaut, haben den Matthias persönlich kennengelernt und waren sehr beeindruckt, weil dort eine sehr moderne Infrastruktur ist, eine komplett neue Halle, fast zu 100% mit Photovoltaik betrieben und wirklich auch mit der eigenen Marina dazu. Und das passt wirklich super gut. Die Filmjachten sind ja auch recht bekannt dafür, dass sie extrem stabil sind und extrem hochwertig gebaut. Und ja, das ist so der Plan, das ist so ein bisschen die Geschichte, wie das entstanden ist. Und da wollen wir einfach näher dran sein, weil ganz ehrlich, das ist eine riesengroße Ehre, mit solchen Bootsbau-Granden, ja, zusammenarbeiten zu dürfen und da wirklich auch unseren Input zu geben und gemeinsam so ein Projekt zu verwirklichen. Und wir werden dann doch ein bisschen, ja, also wir wollen das nicht verbocken, dadurch, dass wir auf der anderen Seite der Welt sind. Und ja, deswegen eben auch die Entscheidung, dass wir nach Europa segeln, dass wir das Boot ins Mittelmeer holen, wo es in unserer Nähe ist und wo wir es auch nutzen können und wo wir nicht ständig über den Atlantik chatten müssen, weil, sind wir uns ehrlich, das ist nicht so lustig. Ja, wahrscheinlich wird es so sein, dass wir das Boot im Winter dann auf die Kanaren oder so haben. Da können wir auch im Winter dort, falls wirklich einmal so kalt wird, dass wir Abstand brauchen vom Winter, da runterfahren, fliegen und dort segeln, ja. Also genau. Ja, und so kommt es, dass wir relativ spontan uns wieder auf eine Atlantiküberquerung vorbereiten. Tatsächlich haben wir vor, wenn alles so passt, wie wir uns das vorstellen und wenn das Wetter gut bleibt,
schon diesen Sonntag abzulegen. Also sind jetzt die Tage schon wieder gezählt, aber eigentlich ist nicht so viel zu tun. Also wir haben ja das Boot erst komplett gerefittet, wir haben unsere kleinen Bewegchen von der ersten Atlantiküberquerung sehr schnell hergerichtet und jetzt sind halt nur so Standard-Checks und Proviant besorgen, stehen auf der Liste. Und genau. Gestern am Motorservice gemacht. Heute werden wir dann nur das Rig checken. Ja, und sonst, das Boot war eigentlich immer so abfahrtsbereit. Wir müssen jetzt nur proviantieren diese Woche und dann können wir eigentlich loslegen. Derzeit ist leider ein bisschen wenig Wind. Ja, nicht optimal, aber man weiß, genau, lieber zu wenig als zu viel. Also in dieser um diese Zeit kann es ja auch nur Stürme geben über den Nordatlantik, also teilweise über 50 Knoten, was man da kriegen kann. Und ja, wir werden das schon machen. Ich denke auch. Wir segeln nicht alleine wahrscheinlich, also es sind ja mehrere Boote rund um uns, auch ein Sunbeam 46, mit dem, was wir gemeinsam segeln. Also, genau. Der Plan ist, nach Horta zu segeln, also oder auf die Azoren. Wir lassen uns die Bermudas als Safety Stop und von den Azoren dann nach Portugal. So, das waren jetzt sehr viele News. Jetzt wollen wir uns ein bisschen um eure Fragen kümmern. Also schießt's los. Wir haben den Live-Chat jetzt nicht die ganze Zeit mitgelesen. Also wenn ihr eine Frage gestellt habt, dann gerne nochmal nochmal lesen. Also wir haben da, wann wird das erste Boot gebaut und welche Größen kommen auf den Markt? Details haben wir noch nicht finalisiert, aber es wird eine 40-Fuß-Variante geben und es wird eine 46-Fuß-Yacht geben. Genau, und dazu Varianten, Details, Ausstattung, das werden wir alles in den nächsten Monaten erarbeiten. Also wir sind da schon sehr intensiv eben dran, aber genau, das wird alles noch, wollen wir alles noch ein bisschen konkretisieren und die Details dazu kommen dann natürlich auch. Wir werden auch natürlich mit diesem YouTube-Kanal sehr genau dokumentieren, was wir da machen, wie diese Boote entstehen. Wir werden wahrscheinlich dann auch ein bisschen mehr technischen Content zukünftig bringen, bootsbautechnischen Content, aber natürlich auch weiterhin Videos von unseren Reisen und den schönen Orten, wo wir sind. Wie lang wird die Überfahrt sein? Wir rechnen mit? Auf den Azoren, wenn alles gut läuft, so 14 bis 17, 18 Tage, je nachdem, wie weit wir in den Norden fahren müssen. Dann, wenn wir direkt fahren könnten, wären es ca. 2200 Meilen. Und es kann halt ein bisschen mehr werden, weil wenig Wind ist, kann es sein, dass wir eben ziemlich nördlich fahren müssen, dass wir die Tiefs mitnehmen können. Also würden wir bis nach Bermuda rauffahren müssen, dass wir eben einen gescheiten Wind haben. Und dann kann es auch ein bisschen länger, dann können das 16, 17 Tage werden, ja. Genau. Und von den Azoren ist es dann nochmal eine gute Woche, glaube ich. Ja, genau. Von den Azoren ist circa noch eine Woche. Da wissen wir jetzt noch nicht, wo wir genau anlanden werden. Vielleicht Lissabon, haben wir sie gedacht. Da waren wir noch nie. Oder vielleicht auch gleich wieder durch Gibraltar und nach Spanien. Genau. Ob wir bei dem neuen Unternehmen beteiligt sind oder nur den Vertrieb machen? Nein, da sind wir schon beteiligt. Also wir sind da ein Team und natürlich hat jeder in seinem Team seine Aufgaben. Also wir werden jetzt nicht uns hinstellen und sagen, wir sind Bootsbauer oder so. Für das haben wir eben die Leute, die was das machen, also die was das ein ganzes Leben gemacht haben. Aber wir werden uns da ganz normal einbringen, wie es in einer Firma ist. Und genau. Also jeder hat seine Expertisen, jeder hat seine Bereiche und genau. Aber wir sind nicht jetzt nur Händler, genau, sondern wir machen das eben in diesem Dreiergespann zusammen. Ob wir in Betracht gezogen haben, unseren Markt in die USA oder in die Karibik zu erweitern oder ob das noch nicht in Betracht kommt. Also im Augenblick sind wir eher dabei, unser Angebot zu vergrößern und eben die Plattform zu vergrößern für den deutschsprachigen Markt und wollen da
einfach noch ein bisschen stärker werden. Also unser Online-Shop hat ja schon super gut begonnen, aber da gibt es natürlich auch noch viele Produktkategorien, die wir dazu nehmen wollen. Wir sind noch mit vielen Herstellern in Kontakt, deren Produkte wir in Zukunft listen wollen. Aber das ist eben auch aus der Karibik heraus ein bisschen schwierig, weil man sich halt auch da besser mal persönlich zusammengesetzt hat und das durchbesprochen hat, das ein oder andere. Und genau, neben dem Online-Shop werden eben auch noch andere Bereiche dazukommen. Also wenn ein Segler einen großen Refit in der Karibik machen möchte, dann können wir das natürlich abwickeln mit einer einmaligen Lieferung. Da macht man das eben mit einer Spedition. Man muss halt in der Karibik immer bedenken, dass man dann den Import machen muss und der ist sehr teuer. Also wenn man nicht in einem gewissen Volumen einkauft und dann Refit zum Beispiel einen größeren macht, dann zahlt sich das Ganze einfach nicht aus, dass man das aus Europa bestellt, weil da sind dann einfach sonst die Importkosten, die Frachtkosten einfach viel höher. Und es gibt, also da wo wir jetzt sind in St. Martin, also da gibt es Läden, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also da kriegt man einfach alles. Und da braucht man das nicht aus Europa senden. Ja. Ob wir ein externes Wetterrouting in Anspruch nehmen? Nein, das macht man selbst mit Predict Wind. Der Markus hat das ganz gut im Griff. Er ist der Bordwetterbeauftragte. Und ja, nach ein paar Jahren, wenn man sich die ganze Zeit mit Wetter auseinandersetzt und der Markus beobachtet das Wetter wirklich immer, auch wenn wir im Hafen liegen natürlich, und er hat sich jetzt schon so intensiv mit dem Atlantik auseinandergesetzt, dass wir uns das zutrauen, auch alleine zu machen. Aber wir werden natürlich auch mit Leuten an Land in Kontakt sein, just in case. Es ist immer gut, einen Shore-Support zu haben, aber wir werden jetzt keinen Wetterbeauftragten quasi haben. Wir haben uns nicht erkundigt, was es diesmal kosten würde, das Boot auf einen Container zu stellen, auf einen Frachter zu stellen. Ich nehme an, dass die Preise wieder ein bisschen normaler sind als das, was es früher war. Damals in Panama hatten wir angefragt wegen einer Rücküberführung und das waren irgendwas über $30,000. Also das war keine Option. Genau. Ja, wir werden auch wieder mit Tracker fahren. Also so wie bei der letzten Überfahrt, wo wir in die Karibik gefahren sind, werden wir täglich Nachricht schreiben, genau, und auch der Instagram-Kanal wird von der Julia, der Schwester, wahrscheinlich wieder befüllt. Genau. Und es läuft auch im Shop alles weiter. Also die Jasmin, unsere Mitarbeiterin, die wird die Bestellungen abwickeln. Unsere Logistik funktioniert ganz normal, also da gibt es keine Einschränkungen. Wir sind über E-Mail erreichbar und im Notfall auch übers Telefon. Genau. Ja. Ob wir bei den neuen Booten einen konventionellen Dieselantrieb oder Elektro planen? Also wir werden auf jeden Fall auch E-Antriebe sehr genau beobachten und Optionen ausloten, weil das natürlich ein Thema ist, das immer präsenter wird. Aber wahrscheinlich trotzdem immer auch einen bislang konventionellen Dieselantrieb anbieten, weil es halt auf Langfahrt oder gerade für Leute, die halt weltweite Fahrt unternehmen möchten, ist das halt noch immer so ein bisschen die safest option. Aber man kann, also das entwickelt sich so schnell und da werden wir sicher dranbleiben und auch schauen, was es für Alternativen in Zukunft geben wird. Ja. Ja. So, ob wir uns auf so langen Passagen auch mal streiten oder ob immer alles bei uns harmonisch ist. streiten. Diskutieren tun wir schon öfter mal. Aber ja, wenn wir auf See sind, dann versuchen wir uns schon alle zusammenzureißen, weil ja, das ist nicht der richtige Ort, um dann auch irgendwelche Streitigkeiten auszutragen. Aber natürlich kracht es auch bei uns mal. Also wir sind ganz normale Menschen. ja. Ob wir nie vorhatten, die Welt zum Segeln. Also bei unserer ersten Reise, das, was wir als Sabbatical gemacht haben, war es der Plan, bis nach Australien zu segeln. Damals war in Panama Schluss. Zu dem Zeitpunkt war der Panama-Kanal für uns als private Segler
geschlossen. Ja, der Kanal war nicht zu, aber danach war alles zu. Oder danach war alles zu, genau. Ja. Also der Agent hätte das nicht abgewickelt, die Einreise in Französisch-Polynesien. Darum haben wir damals entschieden, wir fahren zurück. Wenn wir weitergefahren wären, glaube ich, wir haben es bei anderen Seglern gesehen, die was dann entweder von Französisch-Polynesien wieder zurückgesegelt sind nach Europa, zum Beispiel wie die Tula oder wie die Segeljungs, die was dann in Französisch-Polynesien weiter nach Indonesien gesegelt sind und auch nichts vom Pazifik gesehen haben. Das war damals einfach eine ziemlich scheiß Situation. Also ich glaube, ja, wir haben sie halt. Ich glaube, wir haben uns richtig entschieden, genau, in der Situation. Und jetzt mit dem zweiten Boot war es eigentlich nie gedacht, dass wir jetzt sofort eine Weltumsegelung machen, weil wir immer, also wir machen ja, wir arbeiten ja vom Boot aus und da haben wir immer gewusst, die Zeit, der Zeitunterschied, da kommen wir an unserer Grenze in der Karibik. Wie gesagt, also wenn wir jetzt aufstehen um 6 in der Früh, dann ist in Europa schon 12 Uhr, da haben wir einen vollen Termin, volles Postfach an E-Mails und umso weiter, was wir jetzt in den Westen fahren würden, umso blöder wäre es. Also ich glaube, unsere Kunden wären auch nicht zufrieden, wenn wir es in der Nacht beraten müssten. Ja, und also man muss schon sagen, wir haben eben die erste Reise als Sabbatical gemacht und wussten, irgendwann kommen wir zurück. Dann waren wir zurück und haben entschieden, hey, ohne Boot ist irgendwie auch blöd und haben eben einen Weg gesucht, wie wir das nachhaltig machen können oder das halt zu einem Lebensstil machen können auf Dauer. Und uns war klar, dass wir uns halt dann überlegen müssen, wie wir leben wollen und dass wir halt eben einen Job brauchen und haben uns eben dazu entschieden, dieses Unternehmen zu gründen. Und in unserer Brust schlagen zwei Herzen, also einmal das Segeln und einmal das Unternehmertum. Und wir würden jetzt nicht das eine für das andere opfern wollen. Und deswegen suchen wir halt nach einem Weg, wie man das gut verbinden kann und da muss man eben auch Kompromisse eingehen, wenn man das so möchte. Wobei ich glaube, es gibt schlimmere Kompromisse, als im Mittelmeer zu segeln. Weil ganz ehrlich, also die Karibik ist wunderschön und das Wetter ist toll. Und ich bin sehr froh, dass wir es gemacht haben, weil ja, das ist halt einfach eine coole Art und Weise, den europäischen Winter zu verbringen. Aber man muss halt schon auch sagen, auch je mehr wir die Karibik kennenlernen, wir wissen sehr zu schätzen, auch dieses Cruising-Revier, immer viel Wind, man trifft hat eine coole Community und einen coolen Austausch, aber das Mittelmeer ist auch verdammt schön. Ja. Das weiß man dann auch, glaube ich, vielleicht auch wieder neu zu schätzen und wir haben auch davon noch nicht so genug gesehen, unserer Meinung nach. Aber es wäre jetzt irgendwie vermessen zu sagen, wir müssen unbedingt in den Pazifik segeln, weil sonst haben wir ja von dem Ganzen nichts mehr. Der Pazifik ist sicher ein Punkt auf unserer Bucketlist und eines Tages wird's der richtige Moment sein, um es zu machen. Aber wir wissen halt mittlerweile auch, was dieser Lebensstil erfordert, einmal mental und auch finanziell vor allem. Und der Pazifik ist ein verdammt großer Ozean und auf das muss man einfach vorbereitet sein. Und da kann man halt nicht mal einfach so schnell dann dazwischen sagen, hey, ich brauche mal eine Pause von dem Ganzen oder ups, uns ist das Geld ausgegangen, weil, also das sollte einem halt einfach nicht passieren, ja. Genau. Und im Augenblick ist das einfach nicht der richtige Moment. Ja, und ganz ehrlich, also wir haben so ein cooles Jahr, jetzt gerade, man muss ja denken, heute ist das 26.04. Vor nicht einmal einem Jahr hat uns das Boot noch gar nicht gehört. Und wir sind... Wir haben es gerade besichtigt, genau, glaube ich, vor einem Jahr. Wir haben es im Juni, glaube ich, gekauft und haben es hergerichtet. Und haben jetzt eine Atlantik-Runde gemacht in der Karibik und jetzt fahren wir wieder zurück. Also was man mit so einem Blauwasserboot machen kann, ist einfach phänomenal. Das beste Ort zu reisen. Also. Ja. Und ob wir jetzt in der Karibik sind oder im Mittelmeer, der Ort ist uns eigentlich schon egal. Irgendwann werden wir mal im Pazifik sein. Hauptsache, wir sind am Boot, genau, und aber halt eben auch an unserem Unternehmen dran, weil es macht uns auch so viel Spaß und wir wollen das eben weiter aufbauen und auf noch mehr Beine stellen. Wir wollen auch neue Leute noch dazu holen. Wir sind ja schon lange nicht mehr nur zu zweit. Wir haben eben die Mitarbeiterin in Wien. Wir haben ja viele Partner auch ins Boot geholt, wie den Lukas von der Girasole, der Bordelektrikplanungen macht für unsere Kunden. Wir haben den Max Schümann mit ins Boot geholt als Gutachter und der auch bei Bootsuchen unterstützt. Jetzt kommen eben noch mit dem Gerhard Schöchel und mit Matthias Lenz zwei
super erfahrene Bootsbauer ins Team. Und so wollen wir eben auch Schritt für Schritt unser Angebot erweitern und einfach die besten Köpfe zusammenholen auf dieser Plattform, um einfach ein cooles Angebot zu haben. Und das macht uns auch wahnsinnig Spaß, das aufzubauen. Und ja, also wir freuen uns auch wahnsinnig auf die nächsten Monate. Wie es mit Familienplanung aussieht bei uns? einstweilen nicht, würde ich sagen. Wir schließen nichts aus, aber erhalten uns gerne auch alle Möglichkeiten offen. Orcas, wie es mit Orcas aussieht, ja, haben wir am Schirm, ist anscheinend schon wieder ein Thema, aber wir werden da irgendwie durch müssen und wir werden das auch schaffen und ja. Ja, müssen wir schauen, was die beste Strategie dann ist, wenn wir auf den Azoren sind, werden wir uns dann intensiver damit auseinandersetzen. Es gibt jetzt schon einige Segler, die Mehrzahl kommt ja noch immer unbeschädigt durch. Ja. Aber es ist natürlich ein Risiko und müssen wir schauen, was die richtige Strategie ist, wenn wirklich Orcas kommen. Also wir haben gehört, also wir kennen Leute, die sind die haben einen Kontakt gehabt mit Orcas und am besten sind die gefahren, die was im Motor ausgeschaltet haben. Ja, also wir werden das beobachten, vor allem dann von den Azoren aus, wenn wir uns dann eben auf den letzten Teil vorbereiten. Aber vielleicht segeln wir eben auch erstmal nach Lissabon und wir haben dann vor, im Sommer ein paar Wochen auch zu Hause zu verbringen und also den Hochsommer vielleicht auszulassen, die Hochsaison im Mittelmeer und dann uns einen schönen Herbst zu machen, wenn es wieder ein bisschen ruhiger ist und wir werden das einfach beobachten, was die Situation da ist. Welchen Stellenwert hat unsere Beratungsfirma noch? Also wir machen jetzt eigentlich nur mehr das mit dem Shop. Also ursprünglich hatten wir ja geplant, das 50-50 zu machen, aber es hat sich dann relativ schnell abgezeichnet, dass wir da mit dem Online-Shop auf einem sehr guten Weg sind und wollten dann auch unsere ganzen Kapazitäten dafür einsetzen und das läuft auch mit der Firma Vorwind, aber Beratung machen wir eben keine mehr, ja. Genau. Für die Rückfahrt, ob wir uns da Unterstützung mit an Bord nehmen? Nein, wir haben entschieden, dass wir das zu zweit machen, weil wir halt zu zweit jetzt schon so ein schön eingespieltes Team sind und auch die Hinfahrt, also von Ost nach West, war super schön zu zweit. Und wenn man jemanden Dritten mit an Bord hat, weiß man halt nie, wie es wird. Also wir haben jetzt, wir hätten natürlich schon ein paar Leute, wo wir wissen, okay, das könnte ganz gut passen. Aber am Ende des Tages hat man halt dann schon auch anders zu tun. Man muss sich anders abstimmen, die Manöver anders machen. So sind wir so sehr eingespielt eben und es ist alles sehr einfach. Wenn wir in der Nacht uns nicht an unsere 3-Stunden-Schichten halten wollen, weil der eine halt gerade irgendwie voll müde ist, na, dann macht der andere halt ein bisschen länger. Zu dritt muss man da ein bisschen anders planen und auch anders proviantieren natürlich. Also, genau. Also von der ganzen Reise sind einfach die Überfahrten, also die Atlantiküberfahrten einfach, finde ich, das größte Erlebnis. Und das, was uns am meisten Spaß macht, hoffe ich auch. Und das ist halt immer was sehr Besonderes und wir machen das eigentlich ziemlich gern gemeinsam. Ja, ist auch schön, diese Momente eben in Zweisamkeit zu haben. Aber natürlich ist es ein Vorteil, wenn man jemanden Dritten an Bord hat, falls irgendwas schief geht oder so. Aber wir sind ja mit sehr vielen Backup-Systemen ausgestattet, auch gerade was Autopilot oder so angeht. Also fühlen wir uns da relativ sicher. Also auch wenn einer ausfallen würde, würde man das segeln können. Ja. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. So, USA ist für uns keine Option gewesen, weil wir uns erstens kein Visum geholt haben, rechtzeitig, und zweitens ist es halt auch sehr teuer anscheinend und
ja, ist für uns jetzt vielleicht nicht der spannendste, die spannendste Option. Dann haben wir eben gesagt, lieber zurück nach Europa und das Boot bei uns in der Nähe haben. Genau. Blauwasser-Yacht mit Top-Ausstattung gibt es ja schon in Plön, die Sirius 40. Ja, das ist ein Blauwasserschiff mit Top-Ausstattung und das ist auch sicher ein Maßstab. Ja? Wir waren ja selber dort, haben sie selber gesegelt und es ist ein sehr, sehr cooles Schiff. Es hat sehr viele coole Details, das ist sehr individuell. Die Boote, die wir bauen werden, sind sicher ein bisschen anders. Aber ja, Boote sind halt auch so unterschiedlich und Menschen sind so unterschiedlich. Und es wäre ja auch irgendwie langweilig, wenn jeder dasselbe Haus hat. Aber ja, also die Sirius ist ein cooles, sehr, sehr cooles Schiff. So, was haben wir da? Wir kriegen sehr oft die Frage gestellt, welches Boot besser ist. Oh ja, Insieme 1 versus Insieme 2. Und mein Fazit ist, also zum Segeln gefällt mir das Boot, was wir jetzt haben, schon extrem gut. Also das ist wirklich top. Also mit dem Center Cockpit, es gibt wirklich Sicherheit. Am Ankerplatz hat natürlich das andere ein bisschen mehr Vorteile gehabt, weil es einfach ein größeres Cockpit hinten gehabt haben. Wenn wir da beieinander gesessen sind, haben wir einfach mehr Platz gehabt, gerade wenn wir Besuch gekriegt haben. Und das, was man jetzt eben baut, das wird so ein Semi-Center-Cockpit sein. Und das ist, glaube ich, das, was mir am besten gefällt. Also man ist trotzdem noch geschützt, aber man hat trotzdem mehr Bereich zum Leben einfach im Cockpit selbst. Also, genau. Also der Center-Cockpit ist auf Passage extrem cool. Aber halt so am Ankerplatz oder in der Marina ist es schon immer ein bisschen Klettern. Also man klettert halt ins Cockpit hinein und dann ins Boot runter und dann wieder raus. Und das muss man halt mögen. Und was wir so ein bisschen vermissen, ist auch unser XXL Bimini, unter dem er halt auch immer große Partys feiern konnte. Wir hatten jetzt eine Woche lang Familie an Bord, da waren wir zu fünft, das war schon eng, ja, das kann man mit Familie mal machen, aber da merkt man halt schon, dieses Boot ist perfekt für zwei Leute, aber dann wird es halt schon ein bisschen enger einfach draußen, ja, und wir halten uns halt sehr viel hier im Salon auf, in dem Decksalon, deswegen ist halt auch das ganz cool, dass es ein Decksalon ist, weil wir halt trotzdem auch noch sehr viel von draußen mitbekommen, aber hier können wir halt schön arbeiten. Das Boot ist extrem gut durchlüftet. Das ist auch besser als beim alten Boot. Also wir haben da immer einen schönen Durchzug. Und ja, also ich könnte mich... Also das alte Boot hat auch Vorteile gehabt. Und es hat uns auch sehr viele... Jedes Boot hat seine Vorteile. Sehr viele Fehler verziehen, das muss man auch sagen. Aber zum Segeln macht das auf jeden Fall mehr Spaß, weil es einfach ein bisschen sportlicher ist oder halt mehr Segelfläche und man kann es einfach besser trimmen, weil die Leinenführung besser ist. Und es ist einfach schon auch als Segelboot gebaut und es liegt anders im Wasser, es nimmt anders die Welle und... wir waren ja auch sehr schnell am Atlantik. Das macht dann schon viel Spaß. Aber es hat ein Video mal gegeben, da habe ich das ja schon gesagt. Also damals, zu dem Zeitpunkt, wo wir das erste Boot gekauft haben, war die Insieme 1, die Bavaria, für uns das richtige Boot, weil es ein fertiges Boot war. Also wir hatten ja keine Ahnung, wie man Unterwasserschiff aufbaut, wie man zum Beispiel das Rig wechselt, also welche Teile, dass man da wechselt und so weiter. Also da war jetzt einfach bei diesem Boot nach 20 Jahren sehr viel zum Servicieren. Und damals hätten wir dieses Know-how nicht gehabt. Das heißt, zu dem ersten, also damals 2018 oder 2017, wo wir das erste Boot gekauft haben, war damals die Insieme 1, die Bavaria, sicher für uns das richtige Boot. Und jetzt ist das richtige Boot für uns. Genau. So, eine Frage ist, warum wir zum Beispiel B&G nicht in unserem Online-Shop führen. Wir haben uns für Raymarine entschieden, weil wir da einfach wissen, dass der Support großartig ist. Da auch weltweiter Support ist großartig, weil Raymarine halt ein extrem gutes Händlernetz hat, eine sehr coole Händlerpolicy.
deswegen macht es auch vielen Leuten auf der Welt Spaß, Raymarine-Händler zu sein. Die Leute sind gut ausgebildet und was bei Raymarine auch eine extrem coole Sache ist, ist, dass die nicht von heute auf morgen irgendeine Produktlinie einstellen und mit was anderem kommen und du musst dann dein Gerät austauschen, weil es nicht mehr mit der neuen Generation vereinbar ist. Ist uns zum Beispiel bei Garmin damals passiert. Wir hatten so einen zweiten Cockpit, also eine Zweitstation für einen Funk im Cockpit. Und das war ein bisschen blöd neben dem Diesel-Einfüllstutzen platziert. Und da ist uns einmal beim Tanken ein bisschen Diesel drüber gelaufen und dann ist das kaputt gewesen. Und es war dieses Ding nicht mehr zu bekommen. Es war einfach aufgelassen. Und die neue Generation hätte wieder von uns erfordert, dass wir unser komplettes Funkgerät austauschen. Und wir waren dann halt so wie jetzt. Also es ist nur dieser blöde Hörer kaputt. Und dafür soll ich jetzt 2000 Euro in eine neue Funkanlage investieren. Also sowas passiert einem bei Raymarine halt nicht. Und selbst die 20 Jahre alte Navigationselektronik, die hier in diesem Schiff verbaut war, haben wir teilweise behalten, um einfach ein Backup-System zu haben. Aber es funktioniert immer noch mit der komplett neuen Elektronik, die wir halt letztes Jahr eingebaut haben. Und bei B&G kennen wir einfach den Support nicht, wir kennen die Produkte nicht, wir könnten dazu nicht beraten. Und es ist schon sehr aufwendig, die Elektronik, also wir müssen ja da überall Schulungen auch machen, dass wir das überhaupt vertreiben dürfen. Und da reicht uns jetzt einmal eine Produktlinie und das haben wir von Raymarine überzeugt gewesen, weil wir es eben gesehen haben bei anderen auch, wie das funktionieren kann und sind auch sehr zufrieden da. Genau, also wir versuchen jetzt nicht alle Produkte zu listen, die es irgendwie am Markt gibt, sondern halt wirklich sehr ausgewählt vorzugehen, wo wir einfach auch sagen, okay, hier fühlen wir uns kompetent zu beraten und hier wissen wir, da ist ein Distributor oder ein Hersteller im Hintergrund, der sich dann auch um Servicefälle kümmern kann, der eben auch, wo einfach auch das alles passt, ja, weil das gehört ja genauso dazu, gerade wenn man sagt, man bedient die Blauwasser-Zielgruppe, die Leute sind weltweit unterwegs und du möchtest dann nicht einen Fall haben, dass ein Kunde, weiß ich nicht, mit irgendeinem Gerät am Ende der Welt steht und man kann ihm nicht helfen, ja, also das wäre ja dann irgendwie auch blöd. Ob es schon Unterlagen zu den neuen Booten gibt, also derzeit gibt es noch keine Marketing-Unterlagen. Also wenn man ein Boot kaufen möchte und kann sich auch vorstellen, eine 40er oder 46er von uns zu kaufen, ist es derzeit am besten, direkt mit uns Kontakt aufzunehmen, weil wir noch keine Marketing-Unterlagen derzeit haben. Und dann sprechen wir einfach direkt miteinander, würde ich sagen. Ja. Ob wir glauben, dass wir Zuschauer verlieren, wenn wir nur im Mittelmeer segeln? Das mag schon sein, ja, vielleicht ist das zu wenig Abenteuer für den einen oder anderen, aber ich glaube, Leute, die die Karibik auch schon besegelt haben, wissen, wie gesagt, also erstens ist das Wetter in der Karibik eben auch nicht ganzjährig super, sondern es gibt die Hurricane Season und es ist kein Vergnügen, während der Hurricane Season hier zu sein. Und auf der anderen Seite ist das Mittelmeer wunderschön. Also jedes Mal, wenn wir lange weg waren, dann weiß man einfach auch, was man in Europa hat, wieder ganz neu zu schätzen. Und wenn das den einen oder anderen nicht mehr so interessiert, es gibt ja so viele Segler, die unterwegs sind, die jetzt erst Richtung Westen aufbrechen oder auch weiter Richtung Panama und Pazifik segeln. Und ist ja auch so schön, dass die Community wächst und dann ist es halt so, ja. Wir werden, wie gesagt, unser Glück auch nicht davon abhängig machen, in welchem Revier wir jetzt segeln. Ich meine, das wäre ja schon ziemlich vermessen, wenn wir uns nicht einfach glücklich schätzen könnten, dass wir segeln können. Wir haben schon ein ziemlich tolles Leben. Also ich freue mich sehr drauf. Welches Boot würden wir einem Einhandsegler empfehlen? Unsere 40er. Ja, es kommt auch wieder ganz drauf an. Das kann man nicht einfach so pauschal sagen. Also ich glaube, solche Aussagen zu pauschalieren, jetzt einfach im Internet zu sagen, für dich ist genau das, weiß nicht, ein halber Krass richtig oder Bavaria, das ist einfach falsch. Also man muss jetzt selber damit auseinandersetzen, was man für einen Anspruch hat und man kann mit verschiedensten Booten glücklich werden. Genau. Ich glaube,
das Einhandschiff zu finden, ist auch schwierig. Also die meisten Einhandsegler, die wir getroffen haben, haben dann die ein oder andere Modifikation so ein bisschen vorgenommen, um es einfach für sich zu passend zu machen, so wie eigentlich jeder Bootseigner sich so sein Boot so ein bisschen selber nochmal zurechtbaut. Ich glaube, ein wichtiger Faktor ist, dass man sich in der Größe nicht übernimmt, weil mit der Bootsgröße kommen nicht nur unverhältnismäßig mehr Kosten, sondern einfach auch mehr Arbeit. Und ja, wenn man doch alleine stemmen muss, dann sollte man sich da halt auch wirklich genau überlegen, was man bereit ist zu investieren, zeit- und geldmäßig. Ich glaube, das ist der beste Rat, den wir geben können. Den Yachtmaster haben wir, die Theorie haben wir gemacht. Wir müssen jetzt nur in den Solent die Praxis machen. Da haben wir ja damals gesagt, wir machen die Praxis nicht, weil wir jetzt wieder eigenes Boot haben, weil das Hin- und Herfliegen auch immer sehr teuer ist. Aber vielleicht machen wir das jetzt dann zukünftig. Also reizen wird es uns schon, also weil es ist schon eine sehr gute Ausbildung. Ja, auf jeden Fall. Jemand fragt, wir reden von den Unterschieden zwischen den Sieme 1 und 2, aber was wir von Katamaranen halten. Ja, Katamarane sind toll. Sie bieten einen unverhältnismäßig mehr Platz und Lebensraum natürlich. Wenn man sich in der Karibik so die Buchten oder Marinas ansieht, würde ich sagen, ist ein Drittel mittlerweile Katamaran. Wir haben, wie gesagt, auch ursprünglich, bevor wir das erste Boot gekauft haben, hatten wir gedacht, boah, es soll ein Katamaran werden, aber sie sind halt auch mit dem unvergleichlich mehr am Platz, kommt natürlich auch wieder das Unverhältnis mehr oder unglaublich viel mehr an Kosten und an Arbeit, weil man hat halt einfach zwei Rümpfe, man hat zwei Motoren, es ist einfach alles ein bisschen mehr und man muss sich eben ganz genau überlegen, wenn man sich ein Boot kauft, was man bereit ist auszugeben und was man bereit ist an Zeit zu investieren. Und das muss man eben abwägen. Sicher, eines Tages wäre es schon mal vielleicht cool, ein Katamaran, aber dann auch nicht jeder, glaube ich. Also wir haben dann auch so ein bisschen unsere Anforderungen an Segeleigenschaften und Performance und ja, haben uns aber damit in den letzten Monaten, Jahren nicht mehr im Detail auseinandergesetzt. Wird es kleinere Boote als 40 Fuß geben von uns? Also kurzfristig nicht. Also wir werden einmal mit den 40er und 46er beginnen und dann schauen wir. Genau. Also da, das ist jetzt mal der Start. Da haben wir eben auch einiges zu tun. Und genau, was die Zukunft bringt, wer weiß. Genau. Wie oft wir unseren Watermaker benutzen und wofür wir das Wasser daraus benutzen. Eigentlich benutzen wir ihn immer. Es ist nur, wenn wir mal in einer Marina liegen und das ist jetzt das dritte Mal in der Karibik, dass wir in einer Marina liegen, dann füllen wir halt auf. Mhm. Aber sonst nur Watermaker-Wasser und unser Watermaker-Wasser geht auch direkt in den Wassertank und das benutzen wir zum Kochen, Trinken, Wäsche waschen, Duschen. Ja. Alles, ja. Ob wir mal eine Gebrauchtbootbörse machen? Also wir kriegen zwar öfter mal, oder werden öfter auch gefragt wegen dem, wegen Gebrauchboote. Wir empfehlen aber da eigentlich immer dann direkt mit dem Marc Schümann Kontakt aufzunehmen. Mit dem arbeiten wir eben sehr eng zusammen. Er ist eben studierter Bootsbauer oder direkt mit Gerhard Schöchel, der was auch Gutachter ist. Wenn man da in dem Bereich was machen möchte, also wenn man ein neues Boot sucht, also derzeit haben wir das jetzt, sage ich mal, nicht geplant. Wir haben schon öfter mal drüber nachgedacht, dass es eine Möglichkeit wäre, aber ist jetzt kurzfristig nicht geplant. Aber es ergibt sich natürlich, viele Leute, die was ein neues Boot kaufen, müssen natürlich das alte Boot vorher verkaufen und darum werden wir wahrscheinlich da auch ein bisschen aktiv vielleicht in Zukunft sein. Genau. Preislich, wie wir die Karibik gegenüber dem Mittelmeer positionieren würden. Ich denke, was also Marina oder Liegeplatz angeht, ist es vielleicht in der Karibik ein bisschen günstiger sogar, aber alles andere ist extrem teuer. Und es ist wirklich, also auch nochmal der Sprung zum letzten Mal, wie wir in der Karibik waren, es kommt uns einfach wirklich wahnsinnig teuer vor. Wir waren
gestern, glaube ich, oder wie wir angekommen sind, vorgestern, in einem Supermarkt hier, waren begeistert, wow, so ein toll sortierter Supermarkt, haben eingekauft für einmal Frühstück und einmal Abendessen und waren über 100 US-Dollar los. Und dann waren wir so, okay. Also es ist schon sehr, sehr teuer. Auch das Hin- und Herfliegen wäre nochmal extrem teuer geworden. Wir sind im März geflogen, Flugpreise haben sehr angezogen. Also ja, ich glaube, man kann die Karibik trotzdem auch mit einem knappen Budget gut machen. Man muss sich halt einfach gut vorbereiten, vielleicht in Europa noch ein bisschen mehr proviantieren an haltbaren Sachen, weil in der Karibik ist eben alles importiert und das kommt halt mit einem Preis. Ja. Mittelmeer ist halt, es sind Liegeplätze, abhängig davon, wo man ist, sehr teuer. Wir sind eben jetzt auch so ein bisschen am Ausloten, ob wir vielleicht mal einen längerfristigen Liegeplatz irgendwo bekommen können und wo wir das gerne machen würden. Wir holen gerade ein paar Angebote ein und man sieht, es sind einfach extreme Unterschiede, je nachdem, wo man ist. Ja. Griechenland ist für uns aber auf jeden Fall auch mal ein Thema, das wir uns genauer anschauen wollen. Aber ja, Griechenland ist halt auch nochmal eine ganze Strecke. Also durchs Mittelmeer ist ja auch nochmal weit. Was für Tipps haben wir für jemanden, der ganz neu anfangen möchte? Von null. Es kommt darauf an, welcher Typ das bist. Wir würden vielleicht nicht den Crash-Start empfehlen, den wir hingelegt haben, aber ja, Segelkurse, aber vielleicht nicht mit einem Segelkurs anfangen, sondern vielleicht mal mit jemandem mitsegeln, der einfach schon ein bisschen erfahrener ist, der vielleicht auch mal eine Blauwasserreise gemacht hat. Wir empfehlen da immer Jens und Kerstin von der Nordic Girl, mit der wir ja auch sehr viel Zeit in der Karibik verbracht haben beim ersten Mal. Die bieten mit Segeln in Italien auf Elba an und einfach mal so reinschnuppern und schauen, ob das was für einen ist. Und dann kann man immer noch einen Segelschein machen. Der Markus Silbergasser, da kann man auch mit segeln. Unter Segeln heißt der auf Instagram. Genau, der macht quer durchs Mittelmeer immer wieder Turns. Ja, vielleicht dann auch mal bei einem Main-Turn dabei sein, um auch so ein bisschen wirklich Blauwassererfahrung zu sammeln. Und dann, ja, sich vielleicht mal umschauen, was das richtige Boot für einen sein kann, die Bootsbörsen so ein bisschen durchforsten, was da so angeboten wird, und wenn man sich dann irgendwie mal so ein bisschen konkretisiert hat, was es werden könnte, einfach vielleicht einen Gutachter holen, der einen unterstützt, dass man halt vielleicht, wenn man noch gar keine Ahnung hat, was Bootstechnik angeht, dass man vielleicht sich nicht ganz vergreift, ja. Aber ja, so würde ich das vielleicht angehen. Ob wir eine Mitseglerbörse auf die Plattform aufnehmen möchten? Ja, theoretisch. Wenn du fertige hast, dann. Also, es gibt ja da schon Angebote, mitsegeln, oder wie heißt das? Es gibt Hand gegen Koje. Hand gegen Koje, ja, genau. Aber ja, also kann man sich ja auch mal überlegen, ja. Welches unserer zwei Boote würden wir uns eher nochmal kaufen? Also zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall das, was wir jetzt haben. Weil man einfach mehr machen kann damit. Und auch wenn es 20 Jahre alt ist, aber das Boot ist sehr gut erhalten und man kann einfach wirklich. Man ist einfach flexibler. Also wir fühlen uns in gewissen Revieren einfach sicherer wahrscheinlich mit diesem Boot. Zum Beginn damals hat uns einfach die Bavaria, die was wir gekauft haben, sehr gut gefallen, weil das war ein fertiges Boot und wir haben praktisch nur einsteigen müssen und haben lossegeln können. Also wir haben uns nicht irgendwie über Dinge, die was man einfach mit der Zeit machen muss an einem Boot, wie zum Beispiel das Rigg erneuern, Unterwasserschiff neu aufbauen und so weiter, mit diesen Themen haben wir uns nicht beschäftigen müssen. Genau. Genau, also das richtige Boot zur richtigen Zeit kauft. Ja, denke ich auch. Aber das Boot ist halt deswegen cool, weil wir fühlen uns halt wahnsinnig sicher damit. Wir fühlen uns, das Boot ist wahrscheinlich ja mehr gewappnet für alles, was uns da draußen erwarten kann.
Und ja, man hat einfach ein gutes Gefühl, weil das einfach ein extrem robustes, massives Schiff ist. Und es macht auch sehr viel Spaß, das zu segeln. Ja, ich glaube, jetzt kommt sehr viel, was wir schon beantwortet haben. So ein bisschen, was wird die finanzielle Zielgruppe sein für die Boote, nehme ich an, in welchem Rahmen sich das abspielen wird. So richtig können wir das nicht beantworten, weil wir da einfach noch zu viele Informationen noch ein bisschen zusammensuchen müssen. Also so der Gerd Schöchel hat ja Boote jetzt die letzten Jahre aufgebaut, oder jetzt ist er gerade auch eines von Erben zum Verkauf. Eine 40er, und die kostet 590.000 Euro. Mit Mehrwertsteuer, inklusive Mehrwertsteuer. Die ist sehr gut ausgestattet, also die hat elektrische Winschen, die hat elektrischen Förler. Genau. Eigentlich allen möglichen Schnickschnack drinnen. Und ist auch von der Qualität her, ist wirklich top. Also vom Bootsbau, es ist. Genau. Also in der Kategorie wird sich das circa abspielen. Es sind natürlich jetzt keine günstigen Schiffe werden es sein, weil wir eben auch den Anspruch haben, wirklich hochwertige, langlebige Boote zu bauen. Eben nach dem, was der Gerhard immer gemacht hat und auch der Matthias Lenz immer gemacht hat. Boote, die vererbt werden quasi oder vererbt werden können. Mhm. Und genau, insofern sind wir da gespannt. Ja, also ob wir mit Langzeitseglern vernetzt sind, also wie wir miteinander vernetzt sind. Irgendwie hat man irgendjemanden schon getroffen, genau. Mal. Also den Martin Jumbo haben wir damals auf Martinique vor 3 Jahren schon mal getroffen und jetzt nochmal auf Dominica. Sea Pearl haben wir noch nicht persönlich getroffen. Aber Segeljungs haben wir schon mal getroffen. Dreimal schon. Ja, also irgendwie sieht man sich. Also man bewegt sich ja so auch ein bisschen entlang derselben Pfade. Und es gibt dann halt die einschlägigen Marinas, wo man auch irgendwie zusammenkommt. Und sonst hat man sich irgendwie auf YouTube verfolgt oder auf Instagram. Und ja, das ist eben auch eins der schönen Dinge an diesem Lifestyle, diese Community, und dass man irgendwie sich immer findet und immer weiterhilft. Ja. Findest du noch was? Starlink haben wir schon beantwortet. Ob wir mal über ein unter 35 Fußboot nachgedacht haben? Nicht wirklich. Wäre uns, glaube ich, einfach ein bisschen zu klein für unser Bedürfnis, am Boot zu leben, auch für lange Zeiträume. Das wäre für uns zu zweit einfach nicht so das Richtige, denke ich. Und es ist vielleicht auch ein bisschen sportlich mit unter 35 Fuß. Es geht, aber es ist eine andere Nummer, damit so lange Etappen zu segeln. Ja. Ob wir uns sicher sind, dass wir unsere Fähigkeiten nicht überschätzen. Also ich glaube nicht, dass wir uns mit dem Bootsbauprojekt überschätzen, weil wir eben das nicht alleine machen, sondern mit zwei der wahrscheinlich besten Bootsbauer im deutschsprachigen Raum. Und wir uns sicher nicht anmaßen, dass wir jetzt Bootsbauer sind, aber wir doch mit dem, was wir können und gelernt haben, im Marketing und Vertrieb so ein Projekt sehr gut unseren Beitrag leisten können und eben einfach auch durch unsere Vernetzung in der Community und durch unsere Erfahrung auch mit der Ausrüstung und mit unserer Beziehung zu den Herstellern von der Ausrüstung, dass wir da ein ziemlich cooles Produkt gemeinsam entwickeln können. Ja. Ja. Ich denke, damit ist alles gesagt. Wir werden uns jetzt eben weiter vorbereiten auf die Überquerung. Wir haben noch ein paar Tage Zeit. Mehr Infos zu dem Bootsbauprojekt, das wird es alles geben, wenn wir in Europa angekommen sind. Wir werden euch da eben auch mit Videos wieder mitnehmen. Während wir unterwegs sind am Atlantik, werden wir keine Videos posten. Also es wird jetzt wahrscheinlich ein paar Wochen ein bisschen ruhiger sein auf dem Kanal. Und dann kommen wieder neue Videos. Und freuen uns euch auch auf diese Überquerung mitnehmen zu können. Ja. Genau.
Bis dahin wünschen wir euch alles Liebe. Wir werden auch den Tracker wieder einschalten, unseren Live-Tracker auf der Website aktivieren, wo ihr dann auch täglich wieder so ein Update bekommt, wie es uns so geht, was bei uns so los ist, wo ihr seht, in welchen Windbedingungen wir unterwegs sind. Das findet ihr dann wieder auf unserer Website unter www.sailing-insieme.com/tracking. Genau. Und dann sind wir gespannt, mit welchen Eindrücken wir uns aus Europa wieder bei euch melden können. Danke, dass ihr dabei wart und bis bald. Tschüss.